Grüße euch und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Winter Survival mit mir, dem Fuchsel. Ja, ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum ich jetzt hier vor der Höhle hier stehe. Ja, das ist ganz einfach. Ich habe oben bei mir angefangen und dann ist ein Sturm gekommen und der hat das Lagerfeuer ausgemacht. Beziehungsweise kam so ein heftiger Wind. Und ich habe mir jetzt eigentlich vorgenommen, dass ich hier nochmal hergehe und die Hütten da unten auseinanderreiße, um da vielleicht ein bisschen Baumaterial herzukriegen. Deswegen hat es sich gerade so gepasst, dass ich mich schnell in der Hütte, in der Höhle aufwärmen konnte. Jetzt schauen wir, dass wir hier noch ein bisschen Material gewinnen. Problem, ich sehe gerade, ich kann gar nicht mehr so viel Material tragen. Ich habe auch gerade eben Schweinefleisch gehabt. Das ist mir gerade eben verdorben. Leider. Ich weiß gar nicht, das Schweinefleisch hält offenbar nicht sehr lang. Ich werfe mal die ganzen Äste weg, weil die Äste brauche ich nicht. Das werfe ich weg. Das werfe ich weg. Ich weiß halt nicht, ich kann hier halt nicht so viel brauchen. Das ist halt eben... An sich, so wie wir die Hütte bauen, ist eigentlich auch viel zu klein, wenn man streng nimmt. Okay, jetzt kann ich wenigstens, ja, 20 Kilo ungefähr tragen. Guck mal, das halt auch. Hier so. Weidenröschen, wenn man das da isst, sehe ich gerade. War mal eine Folge halt. So, dann sind wir wieder voll da. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch hier anfangen, die Hütte auseinanderzureißen. Ist das so richtig? Na gut, es fliegt zumindest Material weg. Aber die Axt wird halt nicht aufgebraucht. Brauche ich den Reparaturhammer? Ah, okay, das macht es ein bisschen einfacher. Ja, guck mal, hier kriegen wir jede Menge Material raus. Darf nämlich nur nicht zu viel machen, aber ich habe noch Platz. Ups, da ist sogar noch eine Kiste. Was ist denn da drin? Noch mehr Material. Würde ich allerdings jetzt erstmal sein lassen und erstmal zurückgehen, weil jetzt haben wir ja ein bisschen Material, mit dem wir arbeiten kann. Ich wünschte, da wäre noch irgendwie ein Speer oder sowas drin gewesen, weil... Das ist irgendwie eine Ausrüstung, die mir fehlt. Vorsichtig ins Wasser trappen. So. Ja gut, Strohbaum halt noch ein bisschen. Insgesamt 60 habe ich ja gerechnet. Wobei, einen habe ich ja schon gebaut. Das heißt, ich brauche gar nicht mehr so viel. Aber gut, jetzt soll ich mehr als genug haben. Schön aufpassen. Beim Weg hier runter bin ich auch wieder ein paar Wölfe entgegengekommen. Hab zu viel Gewicht dabei. Super, ist ein bisschen Stroh hier. I'm getting tired. Ja, erzähl's mir nichts Neues. So, hier ist auch noch jede Menge Material. Essen. Ding hier halt. Baumaterial, Crafting-Material. Da rennt ein Wolfi. Ich frage mich, ob die hier wirklich einfach nur so fest irgendwie rumlaufen. Also wirklich random irgendwie rumlaufen oder ob die eine feste Route zum Ablaufen haben. Das ist auch eine interessante Frage. Das Wildschwein ist noch da, der Wolf ist weg. Auf die Seite. So. Dann kann ich jetzt Y drücken anstatt B. Setzen wir hier das Dach drauf. 1, 2, 3, 4, 5. Neues Anpassungsniveau. So, jetzt brauche ich nur noch Strohfenster und Strohdach. Strohtür. Das heißt. Tür? Liegt da jetzt das Wildschwein im Weg? Behaupte jetzt zumindest mal. Strohfenster. Oder Schlafsack ist im Weg, kann auch sein. Er hat ja eh gesagt, dass er müde ist. So, nächste Sache. Ich wollte hier gerade noch so ein Lagerfeuer reinbauen. Und da kommt Feuerstille. Das geht allerdings nicht, dafür brauche ich großen Stein und Felsen. Ich weiß ja nicht, was der Unterschied zwischen großen Stein und Felsen ist. Aber bis jetzt habe ich ja nur Felsen gefunden.
Kann man den irgendwie wegschieben eigentlich? Der hat noch Sachen drin. Das Problem ist, dass der Stroh-Schlafsack halt verbraucht wird. Kann ich hier ein Lagerfeuer reinsetzen? Nur so doof gefragt. Okay, ich brauche Zünder. Moment. Es geht. Brennt die Bude dann ab? Das ist die nächste Frage. Okay. Ich gehe lieber mal auf Nummer sicher. Speichere ich hier mal ganz kurz. Und setze jetzt ein Lagerfeuer rein. In der Hoffnung, dass hier nicht die Bude abbrennt. Und schon hat man eine gemütliche Hütte hier. Eine gemütliche kleine. So, jetzt gehe ich schlafen, weil er wollte sowieso ein bisschen pennen gehen. Direkt so eine Eingangstür, aus dem glaube ich, dass der sogar weg muss. Wärme haben wir danach 0. Drei Stunden Schlaf. Aber wir kriegen ein weiteres Trauma. Okay. Kernbereich. Oh, der Kernbereich ist beschädigt. Maximale Gesundheit um 25% reduziert. Der Abschnitt wurde durcheinander gebracht. Schließe eine Challenge ab, um sie wiederherzustellen. Okay, jetzt ist der Schlafsack weg. Kann ich jetzt meine Tür hier hinsetzen? I'm cold. Geht immer noch nicht, weil das Wildschwein halt im Weg ist. Aber jetzt kann ich wieder noch vernünftig raus und reinrennen. Ja, ich weiß, dass dir kalt ist. Das hast du mir schon erzählt. Ich bin nicht doof. Ich kapiere das ja, wenn du es einmal sagst. So. Gut, was muss ich machen, um das wieder herzustellen? Jage zwei beliebige Tiere. Zwei Tiere jagen. Ohne Speer ist das ziemlich schwer. Lass mal ein bisschen warme Luft rein. Ach, der Schwein ist halt ein bisschen blöd. Warum kann man den nicht wegschieben irgendwie? Gut, ich habe Hunger, ich habe Durst. Weiß ich nicht, ich habe noch ein bisschen was zu essen da. Durst, die Feldflasche muss ich wieder auffüllen. So. Eigentlich ist die Bude halt hier eigentlich viel zu klein immer noch, aber ich mache es eigentlich auch nur, um die Mission hier abzuschließen, um Achievement dafür zu kriegen. So, Ast. Zwei Tiere jagen. Ich habe halt leider keine Waffen oder irgendwie was, mit dem man Tiere jagen kann. Ich kann nur hoffen, dass hier irgendwo noch ein Speer rumliegt. Kannst du sagen, hier ist ein Schlitten. Mal Schlitten fahren. Könnte noch mit einer Bratpfanne einen überbraten. Den guten Wauwau. Da gehe ich jetzt mal nicht hin. Da stehen zwei Wölfe rum. Am Ende werden die noch beleidigt. Wo könnten Speere rumstehen? Doof gefragt. Die Ablösung nehme ich einfach mal mit. Fackel, von mir aus. Holztaste, Holzschlüssel, guck mal. Wäre irgendwie cool, aber ich zweifle dran, dass hier oben was rumliegt. Oh. Ich nehme es zurück. Na gut, dann gehen wir wohl jagen. Ich sehe sogar unten in der Lebensanzeige, die ist sogar richtig abgefressen gerade. Okay, drei sind mir ein bisschen zu viel.
3 sind 2 zu viel. Okay, der eine hat sich dahinter verkrümelt. Hallo. Naja gut, wenn die so rumbacken, dann ist es ja keine schwierige Aufgabe. Ich mach auch ganz schnell, damit du nicht viel leiden musst. Na? Das wäre dann Tier Nummer 1. Ich nehme nur das Fleisch mit, weil den Rest brauche ich aktuell nicht. Okay. Das wird wahrscheinlich nicht hinhauen, aber ich werde trotzdem mal die zwei hier herausfordern, weil ich glaube jetzt nicht, dass die hier beide um mich herum stehen würden. Mindestens einer von beiden wird mich angreifen können. Fresst euch nicht gegenseitig. Eigentlich. Na gut. Ich glaube, ich tue sogar beide gleichzeitig beschädigen, oder? Nee. So, Überlebenskunst abgeschlossen. Jetzt muss ich nur ganz kurz hier für Ruhe sorgen. Dann nehmen wir uns hier noch ein Fleisch mit und nehmen uns hier das Fleisch mit. Und gehen wieder nach Hause. So, dann müsste jetzt eigentlich... Vorsicht. Ja, jetzt natürlich wie das Holz alle, aber gut. Wir haben hier noch einen Baumstamm rumliegen. Einen mindestens. Zwei, drei, vier. Fünf, hat er nur fünf abgegeben? So. Eins, zwei. Feuer frei. Okay, wir sind hier schön warm. So, dann muss ich jetzt eigentlich nur hier bei Anpassung reingehen. Weichholzschaufel. Tipi-Lagerfeuer. Weichholzknochenaxt. Ob die mehr Schaden macht? Pfannkuchen. Bräuchte ich aber ein Ei. Hohes Lagerfeuer sollte einige Raubtiere abschrecken. Werkzeugstation. Wäre möglich das Herstellen von Messern, Äxten, Schaufeln und anderen Werkzeugen, wie zum Beispiel Speeren. Naja gut, steht da nicht dabei. So, jetzt muss ich eigentlich nur runterscrollen. Hier anklicken und wieder herstellen klicken. Und schon ist der Kernbereich, die Mischung aus Herz und Hirn, wiederhergestellt. Dieses blöde Schwein hier. Vor allem, wie oft kann ich hier noch Haut rausholen? Ich kann ja da die Tür nicht hin platzieren, solange es da rumliegt. Okay. Grob gefragt, was brauche ich für so ein Bettchen eigentlich? Was wäre denn dann hier dabei? Strohbett, Stoffbett. Ein Stück Weichholz und noch ein paar hohes Gras. Wir müssen ein Strohbett bauen. Acht sind von dem Gras brauche ich. Das ist 9, das ist die Hälfte. Und die Hälfte ist leider nicht genug. Vollen Wert brauchen wir. Dann haben wir hier noch ein bisschen Holz. Sieben, acht. So. Da müsste jetzt eigentlich theoretisch, wenn mich nicht alles täuscht, müsste jetzt eigentlich hier Strohbett bauen können.
Kann ich es irgendwie so platzieren, dass es irgendwie direkt an der Wand dran ist? Weil es mir jetzt eigentlich irgendwie ein bisschen zu weit, naja, mittendrin statt nur dabei. So, legen wir hier nochmal ein bisschen was nach. Eine schöne Ansicht, wenn man sich jetzt hier so ins Bett reinlegt. Das erste, was man sieht, wenn man aufwacht, ist ein Schwein, was bei der Tür reinguckt. Okay, hier steigt die Wärme noch und ab hier sinkt sie wieder ab. Das heißt, ich könnte 3 Stunden schlafen. Huch, Schlaf gestört, warum? Wieso wurde der Schlaf gestört? Wenn es wenigstens irgendwie einen Hinweis geben würde, warum der Schlaf jetzt gestört wurde. So. Wärme steigt bis hierhin noch. Ja, du schläfst direkt neben dem Feuer. Eigentlich müsste es richtig schön warm werden. Es ist halt auch jedes Mal ein Debuff, wenn ich mich jetzt hinlege und dann wieder aufwache. 3 Stunden müssten gehen. Danach brauchen wir wieder Hunger und Durst. Wieso ist das Feuer jetzt ausgegangen? Füge 5000 Fuel insgesamt in Lagerfeuer rein. Errungenschaft freigeschalten. Mal gucken, was jetzt mal was Feines. Will die Schweine hier auch was haben? Ein Schweinsteiger. Sagt eine Uhrzeit. Ja. Es wird langsam hell. Es irritiert mich einfach, dass der Schwein dann nicht weggeht, weil ich kann die Tür nicht bauen. So. Na, legen wir uns gleich nochmal einen drauf. Da müssen wir dringend mal Wasser nachfüllen. Hm? Hat sich gerade was bewegt? Ja, ich könnte doch das Schwein häuten und ja, dann hat man eine gemütliche Decke. Und warum nicht? Ich müsste mir vielleicht auch mal eine Kiste bauen. Aber wie gesagt, an sich ist diese Hütte noch viel zu klein. Wenn hier passt dann nicht mal eine Werkbank rein oder sowas. Okay, tun wir mal ganz kurz rechnen. Was können wir als nächstes machen? Unzureichendes Level steht irgendwie viel. Wir brauchen 1100 Punkte für das nächste Level hier. Okay, warte mal einen ganz kurzen Moment. Ich werde mal ganz kurz hier speichern. Und werde das Spiel nochmal neu laden. In Hoffnung vielleicht, dass dann das mit den Wölfen sich wieder zurücksetzt. Weil ich einfach so hingehen und dass die Wölfe einen da nicht angreifen, das ist zwar jetzt für mich jetzt vorteilhaft gewesen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Aber ist halt auch nicht Sinn des Spiels. Huch! Huch! Mann, mach doch nicht solche Bewegungen. Kann ich schon wieder häuten? Kann sein, dass der direkt auf seinen Spawn. Oh, guck mal, jetzt sogar der Strohschlafsack wieder. Was ich auch eigentlich machen könnte, aber gut, da wird das Schwein trotzdem im Weg sein. Dass ich hier einfach die Tür eins weiter rüber setze. Sogar Kahlkopf. Guck mal, ist alles verdorben inzwischen. Verdorben. Kahlkopf ist gar nicht mehr da. Ich glaube, wenn ich jetzt hier die Wand wegreiße, dann ist der Schwein trotzdem im Weg.
So, aber jetzt könnte ich hier theoretisch den hier machen, aber das ist Schwein trotzdem im Weg, dass er es hier nicht ansippen kann. Aber ich könnte das Ding hier einsetzen, dass die Mission wenigstens fertig ist. Will ich das? Tür ist drin. Als ob jetzt hier alles vergammelt, ey. Den Moment hier. Einen kurzen Moment, kurz entleeren. Ja, ist es. Das ist gut für alles Mögliche. D. Mir ist das Weidenröschen mit nicht schlecht. Ich überlege gerade, ob ich hier das mit der Hütte irgendwie anders regeln kann. Im Zweifel eins nach hinten versetzen alles, aber... Ach man, dieses blöde Schwein kann ich nicht einfach auf die Seite treten. Wegschieben, es geht halt einfach nicht. Das ist ein bisschen doof von der ganzen Sache hier. Ich könnte einfach, um die Mission abzuschießen, könnte jetzt einfach... Saast fehlt. Oh, Weidenröschen nehme ich gleich wieder mit. Um die Mission abzuschießen, könnte jetzt einfach da eine Wand reinzimmern und dann noch so eine Hälfte drauf. Aber will ich eigentlich nicht. Kann ich jetzt eigentlich so eine Schaufel herstellen? Wir können ja hier irgendwo einen Schatz ausgraben. Habe ich doch gelernt, dass es geht. Da, benötigt Werkzeugbanken. Na super. Und was benötige ich? Und was benötige ich für so eine Werkzeugbank? Für eine Werkzeug. Nee, das ist Zwischenstation. Werkzeugbank. Seil, Metalldraht, großer Ast, Weichholzbrett, Nägel. Und für bräuchte ich Zwischenstation. Och nö! Also das typische Survival aufbauen halt. Brauchst du was, dafür brauchst du was, dafür brauchst du was. Man kennt's ja. Allerdings braucht man hier ziemlich viel und bekommt's halt eben sehr wenig. Es ist ziemlich schwierig, hier irgendwie in diesen Survival-Flow halt eben reinzukommen, finde ich. Die Baumstämme sind auch alle weg. Weil irgendwann ist ja dieser Moment, dieser Survival-Flow halt eben, wo du halt Hütte und... Landsgarten, was weiß ich, halt eben alles angebaut hast. Wo du im Grunde genommen jeden Tag einfach nur rausgehst, dich schnell vollhaust und dann kannst du, sitzt du im Grunde genommen rum und tust, ja, dich irgendwie beschäftigen. Hauptsache, man kennt es ja bei Forest zum Beispiel, ist ja auch so, wenn du deine Hütte gebaut hast, dann hast du deinen Regensammler hingestellt, dann hast du deinen Pflanzgarten, dann hast du deinen Trockengestell. Du musst es halt immer wieder regelmäßig voll machen. Wenn du Hunger hast, gehst du halt da schnell hin, fühlst dich schnell satt. Und trinkst halt sehr schnell satt und dann sitzt du da und hast im Grunde genommen... Naja, hast im Grunde genommen ewige Freizeit, kann sich hier überall umgucken. Aber hier ist es irgendwie schwer, in dieses Modus reinzukommen. Vor allem habe ich auch keine Ahnung, wo man so einen großen Felsen herkriegt. Braucht man ja auch für... Irgendwas war doch da noch. Okay, erstmal brauche ich einen Baum. Harz, das ist schon mal nicht schlecht, weil wir brauchen ja den Harz, den Kleber da. Dafür könnte man auch diesen Harzsammler eigentlich bauen. Großast, Großast, Großast. Noch ein Großast, bisschen Stroh. Nee, ich habe zwei Baumstämme. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ach, ich frage mal, ob man aus Tierhaut auch irgendwie mal so bessere Klamotten oder sowas herstellen kann. Dass man vielleicht bei minus 10 Grad noch rausgehen kann, ohne dass man irgendwie erfrieren tut. Ich meine, jetzt haben wir aktuell, ja gut, jetzt haben wir 7,5, weil ich hier neben dem Lagerfeuer stehe. Also, sobald ich rausgehe, bin ich bei minus 6,5.
Ich bräuchte halt auch eine Knochennadel, dafür bräuchte ich allerdings ein kleines Tier zum Erlegen. Hinter mir draußen waren noch so Hasen. Man kann sich zumindest nicht verbrennen, so nah wie ich hier dran stehe. Wasser muss ich auch mal wieder nehmen. Kann ich hier draußen, wenn ich hier auch stehe? Ja, okay, kriege ich auch ein bisschen Wärme. Von der Hauswand weg, da hinten ist ein Hase. Weil ich muss meine Klamotten mal flicken, vielleicht kriege ich dann auch ein bisschen mehr Lebensenergie. Dafür muss ich allerdings einen Hasen töten. Wenn es nicht so schwer wäre. Oh, der hat mich reingelegt. Ich finde es auch irgendwie blöd. Sonst kommt hier ein Sturm auf. Ich finde es auch bescheuert eigentlich, dass man auch jedes Mal immer wieder hier reingehen muss, um die Waffe neu auszuwählen. Weil die nicht mehr in denselben Slot reinsteckt, wo die halt eben vorher drin war. Das hätte man ein bisschen auch besser machen können. Vor allem, wenn das Spiel dann auch nicht stillsteht, wenn man im Inventar drin ist. Dann ruhig noch eine Sekunde sitzen bleiben können. Versteht ihr, was ich meine? Ich meine, wir haben ja schon im Hauptspiel festgestellt, wenn ich jetzt hier im Inventar ist, dann läuft die Zeit in der Umgebung ja einfach weiter. Jetzt stellen wir uns mal vor, ich würde jetzt hier intensiv auf Wolfsjagd gehen und würde den jetzt mit Speeren halt eben die ganze Zeit auf den draufwerfen. Da müsste ich jedes Mal, wenn ich den Speer wieder aufsammle, wieder ins Inventar reingehen. Na gut, ich könnte ja eigentlich hier in den Schnellauswahl hier einfach drei Slots mit Speeren machen. Mit Mausrad habe ich gerade probiert rumzuscrollen, aber es geht nicht. Geh jetzt übrigens hier. Ja, wir müssen doch mal baden gehen, fällt mal wieder ein. Okay. Eins nach dem anderen. Gut, dass er geprüft hat, dass die Flasche leer ist. Nicht, dass wir das Flusswasser wieder zurückschütten. Ich brauche immer noch einen. Hier ist ein Verband. Alkoholgetränkte sogar. Faser. Weichholz zweimal. Faden, aber ich brauche halt immer noch eine Nadel. Ich überlege gerade, aber haben wir nicht, dass er hinten unterwegs war? Das Problem ist halt, dass ich schon wieder kurz vorm Erfrieren bin. Das ist einfach scheiße, weil ich gerade so auf die Uhr sehe und sehe, dass die Folge eigentlich auch gleich wieder vorbei ist. Ich wollte eigentlich in der Folge die Hütte fertig bauen. Hütte fertig bauen geht nicht, weil ein Schwein im Weg liegt. Gut, ja. Kannst du machen nichts aktuell. Ich weiß nicht, selbst wenn ich mich weit genug entferne. Okay, mal sehen. Wir könnten ja mal so einen Stundenschlaf einmachen. Vielleicht hilft das ja auch schon beim Aufwärmen. Nein, kein 24 Stunden. Zwei Durst, Wärme. Also wenn ich jetzt hier schlafen würde, dann würde ich meine Wärme auf 100% gehen, wenn ich nur eine Stunde penne. Und nochmal los. Diesmal kriegen wir mal wieder Halluzinationen. Geil! Nach der Aktivierung des Überlebensinstinkts. Ich glaube, das hier oben war ja das, wir hatten ja Story-Modus, gab es da so einen, dass man so an Wände hingehen konnte, die halt dann halt, verschwinden. Beziehungsweise halt dann als ja, soll man sagen, als dass ein Fels ist, anstatt ein Loch. So, okay, ab sofort haben wir ein
So, legen wir noch mal ein bisschen was nach. Okay, wir haben steigt noch ein bisschen Hase. Okay, ich muss jetzt auch mal versuchen, den Hasen zu erwischen. Da rennt er. Jawohl! Und das gerade musste er sich noch überlegen. Sterbe ich jetzt oder sterbe ich nicht? Warum kann ich nicht? Du musst ein Messer ausgerüstet haben. Ist mein Messer kaputt gegangen? Oder ist es einfach weggelegt? So, erstmal Beute. Und dann einmal gehen. So. Gut, da werde ich hier noch schnell. Das war nochmal ein Hase. Kann ich ja noch einen Webstuhl schnell hinbauen? Ja, geht. So, kann ich jetzt meine Klamotten flicken? Was ist alles kaputt eigentlich? Genäht, genäht, zerrissen, zerrissen. Also Hose und, wenn die ist sogar nass. Also Handschuhe und Hose sind im Arsch. Und die zwei sehen wir hin. Eins, zwei, drei. Sogar die Schuhe hängen. Ich bräuchte 4 Stoffflicken. Kann ich nicht herstellen, ich habe keinen Faden. 4 Knochennadeln. Wieso habe ich jetzt schon wieder Puls? Weil ich zu weit vom Feuer wegstehe. Mir ist auch noch kalt. Einen Augenblick. Mir ist warm. Was ist jetzt in meiner eigenen Bude? Kann ich die jetzt eigentlich auch aufwerten? Ich meine, ich habe doch extra mal dieses Höhlenholster gefunden. Jetzt überziehe ich die Folge gerade wieder. Ach, Mann. Kann ich wieder eine Stunde schlafen. Ja, okay, also ich würde jetzt die Folge einfach beenden. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, dass dann ein bisschen was mehr läuft hier. Diese blöden Fenster hier, vor allem das geht nach außen auf. Nach innen. Naja, gut. Ich würde mich trotzdem über ein Like, einen Kommentar und ein Abo freuen und wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Also bis dann. Tschüss.